Oder ihn am besten immer wieder in der Gegend rumschieben. Solange bis halt hier gefüllt ist. Oh, die sind schon fertig. Du. Da. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den hier verschiebe. So. Haben sie Schnellsteine abgebaut und haben uns auch gut Steine gegeben. So, da kann ich den abbrechen. Ja gut, den können wir so arbeiten lassen. So begradigt er uns den Rand wenigstens etwas. So, währenddessen gucken wir, wie es hier mit den Steinen aussieht. Da werden noch zwei Steinvorkommen, die wir dann abbauen. Da ist noch eins. Ja, das war's dann eigentlich auch schon, glaube ich. Ich hoffe, bei dem Rundflug wird euch jetzt nicht gerade schwindelig, aber ich muss halt Steine suchen. Ja, die drei Steinvorkommen sind die letzten Überlebenden, die wir haben. Und ja, sie stehen halt leider jetzt gerade in der Gegend rum. So, nächster. Ups, das war da nicht so geplant. Naja, egal.
Guck mal, auf einmal geht das so. Naja, an den Stellen muss ich dann halt gucken, wie ich flicke und kitte. Das war zu viel des Guten. So, das war genau richtig. Wie gesagt, es wäre schön gewesen, wenn es ein noch zwei Tasks gegeben hätte oder eine Einstellmöglichkeit, dass Flatten bzw. Anheben ausgeschaltet ist. Ähnlich wie hier eben die Option Bau, also Keep Brimstone, Keep Iron, Keep Stone. Das ist dann ein Flatten Only oder ein Ways Only gegeben hätte. Das wäre noch nicht schlecht gewesen, gerade für solche Sachen. Dann wäre das nicht so viel Friemelarbeit. Ah ja, ein bisschen Micromanagement muss ja auch sein, gell? Also ja, durch das Abbauen der Rocks in der Gegend gibt es jetzt erstmal wieder Erde satt, Steine satt. Dadurch werden wir erstmal nicht mehr Stockpiles brauchen. Den weiter sollten wir dann auch abholzen noch für unser Bauvorhaben. So, der eine muss noch zweimal laufen. Tux ist die arme Sau. Call to Arms. Spawn Worker. Back to Work. Ja.
So, werde ich euch ein bisschen micromanagen. So, Tux muss noch einmal und dann haben wir das auch geschafft. Also die Ecke. So, das heißt, den Befehl brauchen wir erstmal auch nicht mehr. Du hilfst Tux mal bei dem Ding. Zu zweit seid ihr da nämlich schneller. Hier wird weiter fleißig Stein abgebaut. Wenn sie da den Berg abbauen, geht es eh schneller, weil da der Weg viel kürzer ist. Ich werde wahrscheinlich erst mit dem Bereich anfangen, dann den Bereich hier und zu guter Letzt dann das an der Treppe und dann die Treppe erst abreißen. Beziehungsweise ich werde mich halt von außen nach innen zur Treppe hinarbeiten. Und ja, hier machen wir auch mal ein bisschen Micromanagement. Bis wir irgendwie das Fiasko hier aufräumen. Don't.
von ihm. Okay, nach oben graben können sie nicht. Wobei, hier können wir auch ein bisschen abbauen. Da ist die Ecke nämlich auch schön sauber. So, euch verschiebe ich an eure letzte Position. So. So, dann baust du jetzt noch die zwei ab. Dann haben wir das sauber hingekriegt, da erstmal. Also ja, dass das etwas sauberer aussieht. So, hier weichen die letzten Steine. Damit wir wieder einen ordentlichen Vorrat an Steinen haben. Ja, hier sind wir auch bald fertig. Das heißt, ich kann schon den nächsten Flatten-Task noch in Auftrag geben. Hallo. Ernsthaft? Okay, dann muss ich dem wohl so einen Auftrag geben, ja. Okay. Hä?
also. So. Der ist in Auftrag gegeben. Ihr habt gar keine Steine mehr, okay. Dann ab in den Quarry. Quarry. Denn da war noch genug Arbeit auf euch. Gut. Aber jetzt sollten wir endlich mal wieder speichern. Habe ja schon gut überzogen. Und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.